Kirche, die Kirche, die okay. Kirche, was okay. heute ist, ist weit. Wort, weil das ist Gottes Wort der Bibel. Warum der katholische Kirche hat verbrannt William Tyndale? Wer ist William Tyndale? William Tyndale hat erste übersetzt, 1525, glaube ich, hat übersetzt die Bibel von Griechisch und genau. alte Juden zum Englisch. Haben genau, die verbrannt genau. aus dem gleichen Grund, warum die Taliban und die Al-Qaida zum Beispiel sich gegenseitig abschlachten. Weil politische Interessen, das ist 15. Jahrhundert, 1500 Jahre nach. Aber was du keiner hat verbrannt, weil Moment. Du übersetzt Koran. Moment, aber die bitte? Haben, ja, bitte? Keiner übersetzt Koran, warum sind die verbrannt? Wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel nach Iran gehe oder du kommst mit ein paar iranischen Freunden, komme ich nach Saudi, da gibt es große Probleme. Übersetzt du Koran? Ich bin in den Ländern. Ich bin in den Ländern. Wir müssen also gucken, da ist Politik dazwischen. Nochmal, du hast mich nicht verstanden. Nochmal. Ja. Wenn der Gottes Wort ist wichtig, warum William Tyndale hat übersetzt Bibel auf Englisch, haben ihn verbrannt. Warum? Es gab vorher schon King James Version, das alles. Warum? Nein, weil er politische Interessen. Ja. Politische nein, Interessen. Nicht politische Interessen. Haben warum? Die gesagt, guck mal, weil die wann Kirche. Die lesen die Christen. Die Bibel? Moment. Ja. Wenn die lesen die Christen die Bibel, was steht für gewaltig, kleine Kinder zu töten? Nein, im Gegenteil. Die werden Angst haben. Nein, weil wenn die Christen die Bibel wirklich lesen würden, und das haben wir heute nicht, dass Christen Bibel lesen. Sie glauben Pastoren, sie glauben, genau wie Muslime, Iman glauben. Das aber alles. Wir lesen Koran. Entschuldigung, oder? Lass mich aber. Lass mich aber aussprechen. Wenn Christen wirklich die Bibel glauben würden und lesen würden, da steht nämlich drinne geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das wollte die Kirche damals nicht. Die wollten mit Angst, weißt du, du musst kommen, Geld bezahlen jede Woche, der Pastor legt deine Hand auf, dann sind dir die Sünden vergeben, sowas. So ein System haben die aufgemacht, politisches System. Ganz genau. Aber das ist nicht Wahrheit. Weil die genau wussten, wenn die anfangen, die Bibel zu lesen, die Engländer, die Deutschen und wer auch immer, dann brauchen die keine Opfer mehr. Das ist, was Paulus gepredigt hat. Guck mal, ich bin auch Hamdi. Ich bin Hamdi heute gekommen, ich habe dir Datteln gebracht, ja? Ich bin auch froh, ja. Weißt du, warum? Weil ich weiß, du bist von Tunis, ich weiß, von dir kommt einer der besten Datteln der Welt, ihr habt eine Dattelkultur. Und er hat sich gefreut. Also ich habe mich kontextualisiert. Du bist ja auch hier, hast dich kontextualisiert, ne, für die Leute, sie zu gewinnen, für den Islam, ne? Und so, denke ich, müssen wir auch glauben, das ist Liebe. Weißt du? Und das ist das, ne, was Paulus auch gemacht hat. Ne? Er hat den Juden damals, die noch gar nicht das Opfer erkannt haben, er hat geopfert, damit er in den Tempel kann, damit es keine Probleme gibt. Die Juden haben schon geopfert. Ja, die Juden waren am Opfern. Ah, ja. Er brauchte kein Opfer mehr, weil er das hat ja gepredigt, wie du es gesagt hast. Und er hat trotzdem gesagt, deine Bibel gesagt. Ja, ja, genau. Du hast das ja wiederholt. Und dann hat er einfach den Juden, ist er ein Jude geworden, weil sie noch gar nicht erkannt haben, dass sie nicht mehr opfern, damit er rein kann mit ihnen sprechen. Ja, ist ne? das nicht Heuchlerei? Nein, das ist nicht Heuchlerei. Zu Jude sagt, nein. Ich bin ein Jude, zu Griechen, ich bin anderen. Nein, das ist Liebe. Ist das nicht Heuchlerei, dass du hierhin kommst und Deutsch sprichst? Das kann man auch sagen. Aber ich sage nicht zu dir, ich bin Österreicher. Nein, aber du sprichst Deutsch, du kannst auch sagen, alle müssen Arabisch leben. Ich bin Muslim ja. und ich sage nicht, ich bin ein Österreicher. Genau, den Koran übersetzt auf Deutsch, ist das nicht Heuchlerei? Nein. Nein, siehst du, weil er kontextualisiert sich, um sie zu gewinnen. Aber er hat die Gesetze verändert. Nein, er hat nicht die Gesetze verändert. Er hebt das Gesetz auf. Ja, er sagt, damit die erkennen, wir sind Sünder, wir brauchen das Lamm, Jesus. Jesus sagte, keiner verändert Gesetze. Jesus sagte, er sagt, ich bin gekommen zu bestätigen. Ja, ganz Jesus genau. Sagte 23, Matthäus 23. Erfüllen. Moment, Jesus sagte, 23, Matthäus, die Schriftgelehrten, die Pharisäer sind an Moses Stuhl gesessen. Macht, was euch sagt. Ganz das heißt, genau. Haltet die Gesetze. Aber nicht nach euren Werken. Paulus sagte, das kommen wir gleich zum Jakob. Paulus sagte, Jesus gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Paulus widerspricht, jeder weiß das. Aber Fluch des Gesetzes, weil wenn du das Gesetz nicht hältst, dann bist du unter Fluch Gottes. Bitte machst du auf Ephesien 2, 15. Wenn du den Fluch nicht hältst, ich mach. Und dann machen wir Galater auf. Ja? Ja? Dann machen wir Galater auf. Wir müssen auch den Kontext lesen, nicht einen Vers, nicht halbe Wahrheiten. Das ist gefällig. Ganze. Du nimmst eine Hälfte und ich sage die andere Hälfte, dann haben wir ganze Wahl. Galater 3, 13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Weißt du? Ein Prophet wird ein Fluch. Für dich aus Liebe, Gott selber. Ja, genau. Aber lass mich erklären. Falsch verstanden. Warum?
Weil in Deuteronomium 22, haben die, wer hängt auf einem Kreuz, ist verflucht. Genau, ganz genau. Ist verflucht. Ganz genau. Aber der hängt nicht am Kreuz, an einem Pfahl. An einem Pfahl. Ja, genau. Paulus hat das von dort. Aber dieser, der hängt auf dein Kreuz, weil er Sünder war. Aber Jesus wurde für dich zur Sünde gemacht. Moment, aber Jesus war keine Sünde. Warum soll er Gott ihm verfluchen? Für dich zur Sünde gemacht. Jesus nicht verflucht. Jeder Mensch, ist der wahre Prophet Gottes. Das Gesetz Gottes ist dafür da, dass die Menschen erkennen, dass sie verflucht sind. Getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Wenn du eine Lüge machst, bist du getrennt von Gott. Wenn du einen Porno kust, bist du getrennt von Gott. Und Jesus ist stellvertretend, was alle Propheten gesagt haben. Alhamdulillah. Stellvertretend für die Menschen am Kreuz hat er gerufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil da hättest du hängen müssen. Der letzte Tag, wenn du ohne Jesus stirbst, wirst du diesen Fluch in Ewigkeit tragen. Ich sage, mein Gott, ich bin Gott. Und ja, mein Gott, er kann. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kann, natürlich. Aber ich bin Gott, warum schreit zum Gott? Er kann, um dir zu zeigen, aber was dir passiert. Oh Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ich bin Gott. Zu wem schrei ich? Wenn ich Gott bin, warum sage ich, oh Gott, als warum Forsch, als Beispiel, Vorbild, was dir eines Tages widerfahren soll, genau, was er für dich ertragen hat. Ja? Weil wir brauchen was Sichtbares. Weißt du, der Mensch, der braucht was Sichtbares. So. Ne? Jesus sagt, das Gesetz halten und sagt zu seinen Jüngern, ihr müsst das Gesetz halten. Beweise, Matthäus 23, 1. Vers, liest das. Jakob sagt er, zu erfüllen. Ein Glaub, erfüllen. Jakob 2, 24, sagte, keine Glaub ohne Werk. Also, wie heißt der Luther? Glaube Luther hat ein großes Problem zwischen Paulus Schrift und Jakob, weil Jakob sagte, keine Werk ohne, keine Glaub ohne Werk. Wie die Muslime genau. Paulus sagt nein, du brauchst nur Glauben. Paulus sagte in Epheser 2, er, Jesus, hob das Gesetz samt seine Gebote und Forderung auf. Das ist verrückt. Genau. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu verändern. Keine Buchstabe vom Gesetz weg. Erfüllt. Er hat es erfüllt. Ja, ja, aufheben heißt ja. Erfüllt. Nein. Das Einzige, das wurde für das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist heilig. Das, guck mal, das aber Gesetz kommt von Gott. Gesetz nicht. Moment. Hast du Gesetz? Du kannst auch nicht halten. Wir können alle, deswegen brauchen wir Gnade. Ich halte die Gesetze und ich versuche. Bist du heute, wie viele Schritte bist du heute gelaufen? Das Gesetz ist Schabbat. Schabbat bist du, musst du ruhen. Das ist für die Juden. Nein, das ist für alle Menschen. Aha. Ist Gott der Juden oder der Moslems oder der Christen? Es ist doch ein Schabbat, Gott für alle. Schabbat ein Gott für alle. Ja, für alle Menschen. Der ändert sich nicht. Der hat sich nicht geändert. Der ist nicht Muharraf. Der ist auch nicht aboriert, ne, wie es im Koran. Nochmal, Gott ändert sich nicht, aber Gott hat sich verändert. Nein, Gott hat erfüllt. Ach so, widerspricht sich. Nein, Gott hat von Anfang an gesagt, widerspricht sich selbst. Gott von Anfang an gesagt, im 1. Mose sagt er, lass uns Menschen machen zu unserem Bilde. Er hat im Plural Elohim, gesprochen. Steht Plural, ja, Elohim. Und er sagt uns, Allah sagt auch nicht nur Elohim, uns. Moment, Habibi. Allah sagt ich auch Plural, sag's. Ja, das heißt Plural. Aber das ist der Majestät Plural. Ja, ja. Und nicht, genau. Das heißt, wir sind zu dritt. Ja, doch, Habibi. Schau mal, was die Gelehrten heute in unsere Köpfe gesetzt haben, ist nicht das, was da steht. Nein. Juden noch. Du sagst Juden hier, wie ist da, Walter Juden. Frisch oder so, ich kenne die Namen nicht. Die Ersten, die das Wort Gottes haben, die haben nicht so geglaubt wie du heute, nicht wie die Gelehrten heute, sondern das waren Männer Gottes. Und ich folge diesen Leuten nach, nicht diesen Leuten, sondern dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, dass Gott stirbt nicht. Gott, und er ist nicht gestorben, er ist auferstanden. Sie haben es probiert, ihn zu töten. Er hat bewiesen, dass er Gott ist. Ist nicht gestorben? Genau. Guck mal, wenn ich beweisen will, dass... Okay, wenn du sagst, dass der Fleisch gehört... Der Ruch, der in ihm war... Okay, ist der Fleisch Gott? Fleisch gehört dieser Erde. Okay, ist der Fleisch Gott? Fleisch gehört dieser Erde. Ist der Fleisch Gott? Erde zu Erde. Ist der Fleisch Gott? Hülle, haben wir doch schon erklärt. Ja. Das heißt, das ist das heißt, oder das, was da drin ist, Eistee. Ja. Genau, was ist Inhalt? Diese Theorie, weißt du, was heißt das? Heißt das Separism. Nein, du Jesus? Ja, ja, das ist Kuffer erklärt. Bei euch. Kuffer erklärt? Bei uns? Kuffer erklärt. Nein, nicht bei uns. Das ist Separieren. Du gehst, von Lehren aus, die nicht dem Glauben entsprechen. Achi, schon, wenn ich jetzt mit ihm geredet habe, ich versucht, das ihm zu sagen, dass der Jesus, Gott und Mensch, die nehmen das auseinander. Weißt du, ja. Der sagt, Jesus ist Gott, aber gestorben nicht in Gott. Das heißt Separieren. Weißt du, das Nostra, der richtige Ausdruck für das, ist Nestorianismus. Ist eine urchristliche Lehre in der göttlichen und menschlichen Natur Jesus getrennt voneinander. Und das ist erklärt für Heresie. Wie Unglaub. Und er glaubt an das und er glaubt, was er geht gegen seine Religion. Okay.
Was ist Eistee? Die Flasche oder der Inhalt? Werbung. Mach mal keine Werbung. Ah, ja. Eistee und die Flasche ist Plastik. Eistee ist das, was drin ist. Okay. Die Hülle ist okay. Genau, der Inhalt. Okay, kein Problem. War Jesus, Jesus. Das widerspricht Jesus. Das heißt, das Separism. Das heißt, auseinandernehmen. Nein, nein. Der Katechismus Mittel zum Zweck. Die Katechismus sagt, das ist katholische Jesus, Kirche, brauchen wir nicht. Moment. Die brauchen Katechismus, ja, Moment. Die Katechismus sagte, Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Ja, Halleluja. Aber das ist Katechismus. Warum Halleluja, Mensch, also, ja. Wer ist gestorben? Ich wusste nicht, was der 100% du sagen willst, Gott oder der 100% Mensch? In dieser Flasche ist 100% diese Flasche, der Plastik. Wer ist gestorben? Und 100% Vergleich mir bitte nicht Jesus mit der Flasche. Wer ist gestorben? Der 100% Mensch. Er hat die Hülle, die sterbliche Hülle. Weil Gott kann ja nicht sterben, aber die sterbliche Hülle kann also sterben. Gott nicht gestorben. Warte. Gott nicht gestorben. Warte doch. Lass mal aussprechen, meine Habibi. Er hat die sterbliche Hülle genommen, weißt du, um in diesen Zwischenbereich, wie ich dir das eben erklärt habe, den Totenreich hineinzukommen, um dann im Geiste die Toten herauszuholen. Das hat er bewiesen, dass er Gott ist. Guck mal, wie kannst du mir beweisen, dass du Araber bist, indem du mit mir Arabisch sprichst? Oder ich spreche mit dir. Guck mal, jetzt. Kitatora milaume sena elinika. Ich habe jetzt Griechisch gesprochen und du wirst sagen, du hast kein Arabisch mit mir gesprochen. Weißt du, ich muss das herausfordern. Also Gott muss sich beweisen. Gott hat sich bewiesen darin, dass er am Kreuze durch das Kreuz in das Totenreich hingegangen ist, gestorben, also durch das Gott Fleisch und auferstanden. Gott erschaffen den Tod, erschaffen Hölle. Nee, die Hölle hat der Teufel. Der Teufel ist das Resultat von Ungehorsam zu Gott. Ach so, Teufel hat erschaffen Hölle? Bitte? Der Teufel, weißt du, was die Hölle bedeutet? Ja, aber Hölle hat das wer erschaffen? Guck mal, Hölle bedeutet nichts anderes. Ist Verderben. Nee. Ich will dir erklären, wir haben manchmal Definitionsfehler. Sünde ist wie Benzin. Weißt du, und Gott ist ein heiliges Feuer als unsichtbares Wesen, ne, in der ersten Form. Eine Herrlichkeit. Aber diese Herrlichkeit, die verbrennt Sünde, weißt du, und die wird ewig brennen. Das heißt, wenn du dann deinen Ruch vollgesaugt, nein, nicht, deine Sünde. Guck mal, wenn du jetzt dich mit Benzin... Okay. Ja. Wenn Allah bestraft die Menschen, wird er seine Sünde schmeißen in die Hölle oder der Mensch in die Hölle? Der Mensch als Wesen, der wird ja seinen Körper verlassen. Ja, genau, dann kommen wir jetzt zurück. Genau, und du Jesus oder gestorben. Ich... Super, das ist gut. Das gefällt mir, wie du denkst. Ja. Also, Jesus der Mensch gestorben oder Jesus der Gott gestorben? 100% Mensch, 100% Gott. Wer ist gestorben? Guck mal, Hülle... Nein, Antwort. Ja, ich erkläre. Ich erkläre. Hülle genutzt zum Sterben... Mit dem Geist hinein und... Also, warte. Gott war in die Hölle und, bei den Christen. Und, nicht Hölle. Bozark, Habibi. Bozark, nicht Hölle. Wir sind noch nicht bei der Hölle. Wir sind, die Hölle ist erst am Ende. Yomal Kajima, jetzt ist noch nicht. Weißt du? Er ist Bozark hineingegangen und hat hinausgeholt, die auf ihn gewartet haben. Okay. Und auferstanden gesagt, ich bin der Lebendige, der da war, der da ist und der da kommt. Man stelle sich vor, liebe Geschwister im Islam, Jesus, a.s., würde seinen Jüngern, seinen Sahaba, das so erklären, so wie er es gerade erklärt hat. Ja, das ist verrückt, weil das ist nicht die Lehre von Jesus. Das ist erfundene Lehre. Weißt du, Gott, er ist Gott, gell? Er braucht einen Körper zu sterben, dass er gehen darf zu dieser Barzach, was die Zwischenstation. Braucht Gott überhaupt, er hat es erschaffen. Warum braucht er einen Körper zu sterben, dass er geht dort? Er braucht ein Ticket, dass er dort geht? Meine Freunde, die Christen, einfach, die können nicht antworten. Doch. Frag mir, Allah stirbt. Allah, astaghfirullah. Allah stirbt nicht. Die Christen. Aber wie kann er das beweisen? Amen. Nein. Allah ist Jesus. Amen. Aber gestorben. Also, ins Totenreich gegangen. Du brauchst nicht mit dem Wort spielen. Das ist mit dem Wort spielen. Nein, das ist Wahrheit. Gott ist gestorben, aber die Bibel sagt, Gott stirbt nicht. Aber wo kommst du hin, wenn du jetzt stirbst? In die Hölle? Besser. Ins Totenreich. Also, Gott, aber Gott stirbt nicht. Ja, aber das ist ja das Totenreich. Und da hat er ja gezeigt, also das heißt, er ist nicht gestorben. Er ist ins Totenreich gegangen. Was heißt denn das? Nein, das du, guck mal, gestorben. Du machst Wortspielerei, Hamdi. Ich mag dich. Aber du hast schon verstanden, ne, was ich meine. Ich verstehe dich voll, aber widerspricht sich. Nein. Bitte, Allah direkt. Ja. Bitte. Jesus ist doch Allah. Nein, aber Jesus sagte, von mir kann ich nicht tun.
Genau, er hat das getan, was er schon immer getan hat. Genau, weil von dem Vater. Er hat ihn präsentiert, weil es war so unglaublich. Das Spiel mit den Wörtern. Nein. Jesus sagte, von mir kann ich nicht tun. Genau, weil er hat... Was ich höre... Von mir als Mensch. Richte. Als Mensch kann ich nichts tun, aber ja. Ich als wo Gott habe ich getan. Steht, Jesus hat gesagt, ich rede jetzt alles Mensch und hier rede alles Gott. Nein, er hat das gesagt. Ich tue den Willen meines Vaters. Also ich als Vater tue das. Er selber ist der. Ich und der Vater sind eins, sagt er. Okay, aber Jesus sagt, ich der Vater eins. Aber Jesus sagt auch, die Jünger und ich und Vater eins. Ja, die Jünger auch wunderbar. Wir sind auch. Wir haben auch Christus in unser Herz. Oh. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist sind eins. In verschiedenen Formen haben sich offenbart. Als Vater unsichtbar, wo wir alle eines Tages hinkommen werden. Warte, ich halte mal fest. Ja. Als Sohn sich offenbart. Als Sohn sich offenbart, um für die Menschen zu sterben, nicht um uns zu sagen, wann der jüngste Tag ist, nicht dafür, um ein Lexikon zu sagen, sondern er ist gekommen, um die Sünden der Menschen zu nehmen. Okay, Gott in der Bibel steht, sterbt nicht. Jesus ist Gott, gestorben, das heißt, Jesus ist nicht Gott. Nein, das haben wir doch schon. Schau, er ist reingegangen in das Gott Totenreich. Das ich sterbe nicht, ich bin unsterblich. 1. Timotheus 6,16. Bibel sagt, Gott stirbt nicht. Die Christin, meine Freundin, sagt, Gott ist Jesus, aber gestorben. Ich sage, das widerspricht Totenreich, sich. Ins Totenreich okay, gegangen. Wenn du im Totenreich, das heißt, du bist gestorben. Das heißt, du bist sterblich. Der Fleisch. Aber Jesus sagte, ich sterbe nicht. Guck mal, ist meine Hand sauber? Meine Hand ist sauber. Meine Hand ist nicht dafür geschaffen, im Müll rumzukramen. Aber ich kann. Gott stirbt nicht, akzeptiere das. Warum brauchst du nicht, sage mit Hand? Mit ja, ja, ich will dir erklären, aber du willst nicht akzeptieren. Gott stirbt nicht. Du? Allah la ilaha illa hu, al hayyu al qayyum. Dein Ruch. Ruh, genau, das ist gut. Das ist gut. Ruh stirbt nicht. Ganz genau. Aber wann du... Dein Fleisch. Warte mal, aber wann wir sagen, braucht man nicht diese Philosophie. Das heißt, das ist biblischer Maßstab. Wann sagen wir, dass der Ruh gestorben und Jesus Jesed... Fleisch nicht gestorben. Achso, ist das Fleisch gestorben? Das Fleisch ist gestorben, durch ist das Fleisch, ja. Ist das Fleisch Gott? Als Mensch. Ist das Fleisch Gott? Das ist die Hülle. Die Hülle. Das ist von Butras. Butras nicht gut. Schau. Doch, auch alles Wort ist gut, von Gott eingegeben, Mensch, die ganze Bibel. Jesus ist Mensch. Nicht teilen. Aber das nicht teilen. Ja. Aber ich habe geteilt. Nein, du teilst. Am Disziparism, ich habe denen erklärt, das ist Kuffer und ihr. Nein, ich will erklären. Ich will erklären. Nein, noch du lässt dich erklären. Jesus gestorben, alles Punkt. Mensch oder zusammen? Nochmal. Ich wäre ganz langsam. Ich habe auch, weißt du, ich habe Verständnis, dass manche Sachen schwer sind. Achi, hast du gehört, was er sagt? Ich weiß, es ist schwer. Wie kann Gott uns etwas geben? Es ist schwer, das zu verstehen. Und danach... er zieht uns recht, was? Dass wir einen Fehler machen. Ja. Er muss seine Botschaft klar, dass wir im Paradies gehen. Aber gibt uns etwas schwer, dass wir nicht schwer zu verstehen. Das ist verrückt. Gut, warte. Jesus war Mensch und Jesus war Gott. Weißt du, eine Hülle, das war Mensch. Eine Hülle war Mensch. Drinnen war vollkommener Gott. Er hat diese Hülle gebraucht, weil da ist ein Bereich, wenn die Menschen sterben, wenn sie tot sind, dann schlafen sie in Bazar. Sheol, Hades, das Totenreich. Er hat diese Hülle genommen und ist in das Totenreich hineingegangen. Hast du gestorben, Gott? Die Hülle. Aber Gott sagt, die Hülle. Moment, die Hülle. Und ist, das verstehst du nicht. Guck mal, warum hackst du denn da? Du machst Wortspielerei. Du machst nicht das. Wortspielerei. Und ist dann, Gott warte, sagt, und dann hat er, und dann hat er die Leute genommen, so wie du, der wartet auf Rahma, aber das war Mose und Ibrahim, und hat sie rausgemacht. Deswegen steht in der Bibel, da wurden sogar Heilige sind auferstanden. Ja, und du wirst auch auferstanden bei Matthäus, Jesus Christus. Nur Matthäus hat das gesehen. Matthäus 27, wenn Jesus angeblich gestorben, sind die tot davon nicht. Warum sollen denn die anderen vier Evangelisten, drei Evangelisten warum? Dann hätten wir doch nur ein Evangelium. Wir haben vier verschiedene Sichtweisen. Stehen die von den Gräbern tote Menschen und spazieren in Wien. Ja. Und schreiben nur Corona-Zeitung. Bitte? Ja, genau. Das warum? Muss alle Zeitungen schreiben. Nein. Wir haben dafür vier nur Evangelien. Vier verschiedene Positionen von Jesus Christus. Sonst hätten wir doch nur so, eins. Wir kommen wieder zurück. Oder? Reicht doch. Jesus sagt, oder? Okay. Ist der Habibi? Gott? Ist Gott. Das nennt man Wahrheit. Objektiv Gott, von vielen kann Seiten. Kann Gott einen Gott haben? Bitte? Kein Gott einen Gott haben? Gott kann alles. Kein Gott, ein Gott. Gott kann alles. Schon die Kiste spielen mit den Wörtern. Gott kann sich selber anbeten, wenn er will. Gott kann in einem Baum, wenn er will. Gott kann Mensch werden, wenn er will. Gott kann hier stehen und durch mich dich kitzeln und dir einen Kuss geben. Hat Gott ein Gott. Gott sagt, Jesus sagt, ne, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Warum? Weil
Entschuldigung. Weil die Menschen, die sind ja ein bisschen ungläubig, wir alle, ne? Wir wollen ja immer sehen Sachen. Nein, aber du hast mir ja, ich antworte dir. Hat Gott wenn du mich lässt, antworte ich dir. Weißt du? Die wussten, dass eines Tages Gott Mensch wird. Im Jesaja steht es geschrieben. Warte, lass mich doch mal lesen. Die Juden glauben niemals, dass Gott wird ein Mensch. Die Juden, wir reden nicht von Juden. Wir reden jetzt von hier. Wir reden von dem Buch Gottes. Manche interpretieren das falsch, manche nicht. Gibt es verschiedene. Aber hier, was hier steht. Was hier steht, guck mal. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost. Jesaja 34, lese ich vor. 4. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost. Fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da ist, kommt und vergilt. Kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Ne? Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Also hier sagt Gott, wenn ich komme, werden die Blinden sehen, die werden springen. Das hat Jesus getan. Er hat das erfüllt. Er hat noch mehr erfüllt. Er hat dieses, was du jetzt sagst, da möchte ich darauf hinkommen. Aber der redet von Jehova und nicht von Jesus. Ja, Jesus ist Jehova. Ja, nicht Jesus. Doch, Jesus sagt, das ist der gleiche. Ich bin zu meinem Gott und eurer Gott. Warte. Weil Jesus Gott, warum geht es von Gott? Warte. Du mach so, was Gott sagte. Guck mal, Psalm 22. Deine Bibel, jetzt deine Bibel. Psalm 2. Timotheus 6, 16. Der alleine, die unsterblich besitzt, wer? Genau. Gott. Aber Jesus ist gestorben. Achso, auferstanden. Ich unsterblich. Wenn du stirbst und aufstehst, das heißt, du bist gestorben. Nein, im Gegenteil. Wenn du stirbst und aufstehst, heißt, du bist unsterblich. Was? Weißt du? Dann kannst du erst beweisen. Also, Jesus wie kannst du denn? Für eure Sünden. Wie, doch, Habibi. Du, wann ist gestorben? Guck mal, du machst so ein. Nein, klar. Himmlischer Vater, im Namen Jesus, segne ihn. So, der Heilige Geist kann. Guck mal, das ist rational, erklärbar. Warum weißt fällt du? Das ist die Wahrheit. Schau mal, jetzt, guck mal. Im Bibel steht, Gott stirbt nicht. Er sagt, Jesus ist Gott, aber gestorben. Achso, widerspricht dich, oder? Psalm 22, was du sagtest, ne? Das ist ein messianischer Psalm und das ist bestätigt die Authentizität. Guck mal, das hast du im Koran nicht, dass eine Prophezeiung stattfindet und dann, also gemacht wird und genug, dann sich erfüllt. Genug, Moment, genug. Moment, wir haben über tausende Prophezeiungen in der Bibel, die sich erfüllt haben, ne? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass nur eine sich erfüllt, das ist unglaublich. Ne? Das bestätigt, dass es Gottes Wort ist. Psalm 22, hunderte Jahre vor der Geburt von Jesus Christus, ne, und von dem, was passiert, bestätigt, was dem Messias passieren soll. Also okay, Gott, der Mensch, wird, er sagt, seine Hände mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo er am Kreuze war, was hat Gott geschrien? Was hat Jesus geschrien? Nicht. Jesus mein Gott, du nein, hast mich er hat bestätigt. So, ich lerne er hat das alles bestätigt. Bibel. Aber ich bin gekommen, dass du mir Koran beibringst, nicht Bibel. Na, du Bibel kenne ich. Du wolltest mir die Wahrheit zeigen von Bibel. Aber Bibel nein, von Koran habe ich gesagt. Ich wollte David dich fragen. Hier spricht David a.s. Daoud und nicht Jesus. Ja, mein ja. Gott, durch, mein Gott, warum hast du mir verlassen? Durch den Heiligen Geist, der Gott ist. Sagen, dass Matthäus, aber welche Gelehrten? Schau, das Alte Testament. Bruce Metzger. Wer ist Bruce Metzger? Das ist dein Vater. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube an Polycarp, an die ersten Christen. Ich glaube nicht an den katholischen Papst von heute. Ich glaube an die, die das Wort Gottes bis heute bewahrt haben. Nicht Bruce Metzger. Keine Bibelkritiker. Du glaubst auch nicht Korankritiker. Soll ich dir einen Korankritiker holen? Das sind keine Korankritiker. Ich hole dir. Keine Bibelkritiker. Das ist für mich kein. Das sind keine Bibelkritiker. Das sind Gläubige. Nein, wer sowas erzählt, wie du jetzt sagst, entwickelt, das ist Kritik. Er spricht 22, mein Gott. Ich kann auch warum hast du mir verlassen? Dir tausende Orientalisten David zeigen. Nicht, wenn du weiterliest, sogar sprichst von David, mein Gott. Ja, David mit dem Heiligen Geist doch, hat gesprochen. Antworte du nicht. Hoch zu. Also hat. Warte bitte. Hoch zu. Jesus sagt, der Herr David sagt, ich rufe dich, aber du antwortest nicht. Genau. Aber Jesus sagt, wenn du betest Gott, antworte dir. Es geht um David das Kreuz. Es geht um das Kreuz. Zeig mal. Nein. Du musst Kontext. Das ist halbe Wahrheit. Kontext. Ich kenne ganzen Kontext. Warte, jetzt 22. Warte, jetzt bitte, Habibi. Nein, bleib bei 22. Ja, bei 22 ist noch 22. Vers 17. Denn Hunde haben mich umgeben. Das sind die Ungläubigen, die super, nicht geglaubt haben. Super, dass er erwähnt. Warte, wird seine verderben. Warte. Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Durch pass Gott. Auf. Bist du Christin? Bist du wissen? Dieser Vers, Oxenbille, in Original, Hebräisch, steht nicht meine Hände geboren. Doch. Die Christen haben das verändert. Lass mich bitte ausreden. Die Christen haben das verändert. Keine steht, Beweise. Haben meine Hände gebunden. Nein. Was? Tove Singer, das ist ein rabbinischer Jude. Ich gehe nicht jetzt zum Islam. Tove Singer, ein rabbinischer Jude. Der Jesus ablehnt. Nein, warte, Moment bitte. Er hat hebräische Psalm, was er erwähnt hat, steht nicht meine Hände geboren.
steht in Hebräische, ich sage die Wahrheit, ihr könntet das kontrollieren, steht meine Hände gebunden, wie die Hunde. Einer von tausend, der vielleicht noch nicht mal richtiger Jude ist. Die Christen haben das verändert, dass der Pass zum Jesus, nein. Alle Bibel. Ja, ein Chinese, wenn ich sage, ein Chinese hat im Koran gesagt, dass die arabische, ey, Freund, den mag ich auch Original, sehr. Ich kann euch das zeigen, Original Hebräisch. Original Hebräisch, Psalm 22, 17. In Christlichen haben das verändert oder beziehungsweise verfälscht. Bitte mach nicht so. Ich rede von Original. Haben meine Hände gebohrt. Wir haben die Originale. So. Ihr habt ja keine. Natürlich. Doch, 22 Qumran. Psalm. In Jerusalem. Qumran haben wir Original. In Althebräisch, nicht in so. Denn Hunde haben mich umzingelt. Eine Gesellschaft von Übertätern hat mich eingeschlossen, wie ein Löwe sind an meine Hände und meine Füße. Die Christen haben die gesagt und haben gebohrt meine Hände. Das ist Verfälschung der Schrift. Sogar die Juden sind so sauer. Tovi Singer, merkt euch das, Tovi Singer. Er sagt, Tovi Singer, einer von tausend Rabbiner. Nein. Original Schrift Hebräisch. Ein Rabbiner sagt, dass die Tora verfälscht wurde. Weißt du, was ein Rabbiner macht? Ich lade Hamdi ein, wir machen einen Versuch. Wir fahren beide nach Jerusalem und dann sagen wir zu Rabbinern, dass die Schrift verändert worden ist. Weißt du, was die mit uns beide machen? Mit Steine, so bang, bang, bang. Ich sage nochmal, die Christen die werden nicht, die sind, nein. Ja, und die haben Recht dazu, dass sie das machen, weißt du, weil wir wirkliche Ungläubige sind. Gottes Wort kann niemand verändern. Niemand, Habibi. Niemand kann Gottes Wort verändern. Gottes Wort ist unveränderlich. Moment. Ich habe mit der Kamera gesprochen. Zeigt die Psalm von der christlichen Bibel. Steht, die haben meine Hände und meine Füße geboren. Ich habe ihm gezeigt, Original Psalm auf Hebräisch. Es steht, gebunden und nicht gebohrt. Ein Hebräer denkt das. Schau, es kann sein, dass Lüge, aber Sie können das nachschlagen, Sie finden die garantiert Wahrheit, Lüge. Weil wenn es Wahrheit wäre, würde es ja überall drin stehen. Steht in hebräischer Bibel. Ja, das sind schau, nein, hier, ich habe hebräische, will. Ich habe hier auch eine hebräische. Was steht im hebräischen Text? Hände so, durchbohrt. Kann man sehen? Nein, weißt, in hebräischer Original das, steht, das Problem, meine Hände wie die Hunde auf meine Hände und meine Füße. Und nicht gebohrt. Das Problem. Nein, Bibel, Original. Ja, nee, die sind alle Original. Der Text, der Text ist der gleiche. Okay. Nur ein Rabbiner meint, dass es so übersetzt werden kann. Aber das ist nicht authentisch, weil alle anderen sagen, dass es so ist. Abgesehen davon, Sacharja 12, Vers 10 wird nochmal bestätigt. Sacharja 12, Vers 10 wird auch bestätigt. Ne? Also, dass Jahwe, der allmächtige Gott, sagt, dass wenn der Geist Gottes über die Juden, die ihn abgelehnt haben, damals, wo als Jesus auf diese Welt kommt, ne, ausgegossen wird, dann werden sie auf ihn schauen, auf Jahwe, den allmächtigen Gott, den sie durchbohrt haben. Okay, nochmal. Durchbohrt wurde Jesus Christus, da wird erst die Wahrheit raus. Also der Kontext, nicht nur ein Vers. Gott in der Bibel klar sagt, Gott stirbt nicht. Klar. Deswegen ist er auferstanden. 6,16. Wann er stirbt? 6,16. Gott stirbt nicht. Wann Gott stirbt nicht, das heißt, der Gott ist unsterblich. Aber Jesus ist Gott, sagen die unsere Freunde Christen, aber gestorben. Also kann nicht Gott sein. Kann nicht Gott sein, weil er gestorben ist. Auferstanden. Auferstanden. Wenn du aufstehst, das heißt, bist du gestorben. Nee, wenn ich aufstehe, habe ich bewiesen, dass ich unsterblich bin. Also, wenn du stirbst. Wenn ich auferstanden, habe ich bewiesen, okay, dass ich unsterblich bin. Vorher bin ich nur Quark. Ich bin Gott, ich bin Gott. Der Pharao hat gesagt, er ist Gott. Der Pharao, er ist gestorben. Oh, guck, Safi war nicht Gott. Jesus hat gesagt, ich bin Gott, ist auferstanden. Halleluja. Der einzige Wesen, der nicht stirbt, den Tod nicht kostet, ist Allah, ist Gott. Wann sobald dass du stirbst und aufstehst, das heißt, du bist gestorben, das heißt, du bist nicht Gott. Was sagt der Bibel, sagt der Koran? Aber wenn du stirbst, dann bist du nicht Gott. Subhanallah, was soll ich noch mehr erklären? Er akzeptiert das einfach nicht. So, Halleluja. Noch mal sagen, wann du stirbst und stehst du auf, das heißt, du bist ungestorben. Wann du stirbst, das heißt, du bist sterblich, wie Gott, aber unsterblich. Wenn du Araber bist und beweisen willst, dass du Araber bist, musst du sprechen. Du kannst aber nicht sagen. Aber nicht sprechen. Genau. Wenn du tot, ne, wenn du sagen willst, du bist unsterblich, musst du das auch beweisen. Immer gehören Beweise. Hack. Das ist Hack. Ja, aber einer der Namen Allahs, Allah subhanahu wa ta'ala, ist Al-Hakim. Du musst erst, wie kann Gott. Er ist Wahrheit. Ja, ja, klar. Er hat in Wahrheit gezeigt, er ist auferstanden. Genau. Aber wenn du sagst, er ist aufgestanden, das heißt, er ist gestorben. Wenn er stirbt, ist nicht Gott. Wir haben es jetzt oft genug erklärt. Nein, wir haben ein falsches, und das ist das arabische Denken.
ein übertriebenes Gott zu hoch. Wir machen Gott, es ist gut, wenn wir Gott groß machen. Es ist gut, ne? Weil er ist wirklich groß. Ne? Aber Gott ist in allen Dimensionen groß. Das heißt, wenn er nach oben groß ist, in seiner Allmacht, ne, dann ist er auch nach unten. Er ist in allen Dimensionen groß. Er kann auch der Kleinste sein. Und das möchte Gott uns zeigen, dass er nach oben der Größte ist, muss er nicht beweisen. Das sehen wir in der Schöpfung. Die ganze Schöpfung zeugt für ihn. Wenn wir das Universum sehen, zeugt sie, dass es einen Gott gibt. Also aber Gott hat auch bewiesen, dass er die untere Dimension erfüllen kann. Gott ist ins Totenreich gegangen und hat die Gefangenen. Wenn du sagst, widersprichst du deine Bibel. Nein. Wenn du sagst, und Gott stirbt, widersprichst du deine Bibel. Nein. Jeder Blind kann das sehen. Nein, nein. Guck mal, ich sage nicht, Gott ist gestorben. Er ist ja nicht im Tod geblieben. Ach so, dann ist er ist auferstanden. Nein, er ist. Man ist nicht gestorben. Er sagt selber. Du machst so dran. Also, ja, klar. Ja. Genau. Aber genau, jetzt haben wir genug hin und her gezogen. Wir haben Tauziehen. Haben die stärker, der ist muskulöser. Ist auch zwei. Nein, stärker jetzt muskulös. Ja. Ich bin heute hingekommen. Dafür danke ich. Das haben die mir Antworten probiert hat zu geben auf diese drei Fragen. Nämlich die erste Frage ist, warum wir im Koran erwähnt werden, dass wir den gleichen Gott haben. Ne, zwei verschiedene Positionen. Konnte nicht so richtig geklärt werden. Der zweite Punkt war, dass Gott sich auch seiner Schöpfung genähert hat, wie es durch den Koran. Ich bin gekommen und habe ihn gefragt, dass er mir was erzählt vom Islam. Dass Gott sich in einem Baum offenbart hat oder durch einen Baum und zu Mose gesprochen hat, sehen wir, dass Gott sich doch schon in seiner Schöpfung, durch seine Schöpfung den Menschen genähert hat. Das steht im Koran, das sind nicht meine Aussagen. Der dritte Punkt war für mich wichtig. Wir haben gemerkt, dass Isa und Jesus Christus nicht die gleichen Personen, weil Jesus, der arabische Jesus, Yesu al-Messi, dieses arabische Wort, findest du nicht einmal im Koran, steht nicht. Er wurde von jemand anderem in einer anderen Zeit geboren, weil Mose und Aaron, die Schwestern von seiner Mutter Isa, ne, waren nämlich in der Zeit der Pharaon. Genau. Und deswegen, sind das Fragen, die ich hoffe, dass jeder mit nach Hause nimmt. Ich habe auch viel heute gehört. Sehr gut. Und ich danke, ne, Gott dafür, dass wir die Möglichkeit haben. Ich bedanke mich auch für Petro. Ich bedanke mich auch für Petro. Ich habe auch was gelernt heute, das war super. Die Antwort war ganz klar. Islam ist klar wie die Sonne im Himmel, wenn es ein blauer Himmel. Gott stirbt nicht. Steht im Bibel, steht im Koran. Gott ist ewig. Gott braucht kein Blut, er muss zu vergeben. Du kehrst zurück zum Gott, sagst, oh Allah, verzeih mir, Allah, verzeih dir. Ich habe erklärt, mein Freund Petro, ich hoffe, dass auch das ansieht, dass Gott sagte, und durch den Baum, das heißt der Gott, nicht in dem Baum, es ist über seine Schöpfung, weil er herrscht über alles. Wir sagen nicht, dass Gott geht in die Hölle oder geht in Barzach. Gott hat das erschaffen und herrscht über alles. Ich bedanke mich sehr für meine Freunde, die gekommen extra und die haben uns Daten gegeben. Und das, was wir erwarten auch von den Christen und den Muslimen, dass wir miteinander reden, dass wir uns mehr verstehen. Ihr habt Zeit gegeben, ne? Gott segne. Rabbi Berger. Das Video ist nun leider vorbei, die Debatte auch. Und ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Wir wollten nur mal was Neues ausprobieren mit dem Kommentieren. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Und noch eine Info am Rande. Wir wollten wirklich nicht dadurch die Religion des Christentums oder des Islam oder sonst eine Religion diffamieren oder herabwürdigen. Auch nicht die Personen, die im Video gezeigt wurden. Also ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La yazalu al-khayru hayyan, la yazal. Inna fi al-dunya salaman wa zilal. Akhbiril ayyama anna fi wisal. Qum bina wa anzur li'a.